Salut et bienvenue, mes amis. Hier ist Cooles Filmwelt. Und heute geht es um eine US-amerikanische Tragikomödie aus dem Jahre 2014, bei welcher ich so unglaublich glücklich bin, sie euch richtig schön präsentieren zu dürfen. Da Mr. Collins Zweiter Frühling mit Al Pacino ist, den ich bereits seit meiner Kindheit als Schauspieler wahnsinnig mag. Und dass ich dieses Video zu meiner Rezension des Films wieder so schön gestalten kann, ist abermals Kochfilms GmbH zu verdanken, denen ich hiermit ganz liebe Grüße über den Äther schicke. Bevor ich mit der eigentlichen Filmrezension beginne, möchte ich euch jedoch darum bitten, dass, sollte euch dieser Filmtipp und das Video an sich gefallen, ihr diesem Beitrag wieder einen Daumen nach oben gebt oder das Ganze kommentiert. Nicht erwähnen muss ich wohl, dass ich mich zudem von Herzen über ein Abonnement von euch freuen würde, wenn ihr bis jetzt noch nicht abonniert haben solltet. Obwohl ich persönlich so einige Filme mit Al Pacino zu meinen Lieblingsfilmen zählen kann und muss, ist Mr. Collins Zweiter Frühling für mich auf ganz besondere Weise ein wirklich einzigartiger Film. Denn diese Tragikomödie beruht auf wahren Begebenheiten, auch wenn Namen und die Story drumherum frei erfunden sind. Erzählt wird die Geschichte von Danny Collins, der in den 1970er Jahren ein sehr erfolgreicher Musiker war. Er hatte wirklich alles. Kohle, zahlreiche Fans und so weiter und so weiter. Und Danny hatte auch eine Familie, die allerdings, zugunsten des Erfolgs, auf der Strecke blieb. Mittlerweile ist Danny etwas in die Jahre gekommen und auch seine Karriere läuft nicht mehr so, wie es einmal war. Finanziell geht es ihm zwar immer noch sehr gut, er gibt auch immer noch Auftritte, bei welchem die Leute ungebrochen zahlreich erscheinen, inklusive der jungen Generation. Doch im Grunde ist Danny innerlich am Rande des Abgrunds. Und genau an diesem Zenit überreicht ihm sein langjähriger Manager an seinem 70. Geburtstag einen an Danny nie zugestellten Brief von John Lennon, der, nachdem er ihn gelesen hat, der Auslöser dafür ist, dass Danny Collins ab sofort sein Leben ändern will. Also chartert er kurzerhand ein Flugzeug, um zu seiner Familie nach Jersey zu fliegen. Doch sein Sohn ist nicht sonderlich begeistert davon, dass Daddy plötzlich auf der Türschwelle steht. Aber Danny gibt nicht auf. Er will die Kunst seines Sohnes wieder zurückerlangen. Wie gesagt, ist die Story von Mr. Collins Zweiter Frühling durch eine wahre Begebenheit inspiriert worden. Und zwar insofern, dass sich die Geschichte um den Brief John Lennons tatsächlich zugetragen hat. Lennon hatte 1971 an den Folksänger, Songschreiber und Gitarristen Steve Tilton einen Brief geschrieben, der nie bei diesem ankam. Einzig einem Sammler ist es zu verdanken, dass Tilton doch noch von diesem Brief erfuhr, denn dieser kontaktierte ihn 2005, da er sicher gehen wollte, dass es sich bei dem Schreiben von John Lennon auch wirklich um einen echten Brief handelt. Weitere 5 Jahre später, im Sommer 2010, wurde das Ganze dann öffentlich bekannt und war für Regisseur und Drehbuchautor Dan Fogelman Inspiration zu Mr. Collins Zweiter Frühling. Im Zuge des Films kam es auch zu einem Treffen zwischen Steve Tilton und Al Pacino, wo beide über das Ereignis sprachen und Tilton Pacino stolz das Original zeigte. Wer von euch sich das gerne einmal anschauen möchte, kann nun gerade auf den Link oben rechts im Video klicken und findet diesen selbstverständlich auch wieder in der unteren Videobeschreibung. Doch wie gesagt, Mr. Collins Zweiter Frühling ist keine Biografieverfilmung über das Leben Steve Tiltons. Es ist ein völlig eigenständiger Film mit eigenständiger Handlung, eben nur mit dem Hintergrund, dass ein nie zugestellter Brief den Auslöser dazu gibt, dass ein Mann sein Leben überdenkt und es ändern möchte. Und das ist allen an dem Film Beteiligten aber mal so richtig gut gelungen. Die Umsetzung des Ganzen und die Balance zwischen Komödie und Drama ist super ausgewogen und stimmig. Es gibt tolle Dialoge zwischen allen Akteuren, egal ob es gerade etwas ernster zugeht oder doch schon wieder in Richtung Humor geht. Da ist einfach ein klasse Timing an den Tag gelegt worden, welches man in der Art leider nicht immer zu Gesicht bekommt. Doch vielleicht soll das ja sogar so sein, da man nur so ganz besondere Filme ausmachen kann und sie einfach nur zu schätzen weiß. Und hier ist das auf jeden Fall der Fall. Al Pacino spielt die Rolle des alternden Rockstars voll überzeugend. Zum einen merkt man, dass Danny Collins echt, in Anführungszeichen, müde und fertig auf den Ketten ist, dass sein Leben eigentlich eingefahren ist und nahezu danach schreit, verändert werden zu wollen. Und als er sich dazu entschließt, neu anzufangen, verspürt man ab diesem Zeitpunkt auch sofort einen unglaublich tollen Optimismus, der auf den Zuschauer überschwappt. Auch wenn man ebenso wie die Hauptfigur selbst weiß, dass das alles nicht so einfach werden wird. Und auch Bobby Cannavale in der Rolle von Dannys Sohn Tom ist einfach nur fantastisch. Ein Mann wie ein Baum, der, was seinen Vater anbelangt, eine dicke Barriere um sich gebaut hat, um nicht noch einmal von ihm verletzt werden zu können. Als Zuschauer sticht es einen durchs Herz, zu sehen, wie sich ein so großgewachsener, kräftiger Mann sein ganzes Leben nach der Liebe seines Vaters gesehnt hat
und im Grunde glücklich darüber ist, dass dieser den Weg zu ihm gefunden hat. Doch kann man eben auch verstehen und nachvollziehen, dass Danny von Seiten Toms eine Eiseskälte entgegenschlägt. Wie Bobby Cannavale diese Gefühle verkörpert, fühlt sich mehr als echt und authentisch an und bekommt einen noch bitteren Beigeschmack, wenn man mitbekommt, dass Tom zu diesem Zeitpunkt einen wirklichen Verbündeten an seiner Seite bräuchte, der für ihn da ist. Den ruhigen, ausgleichenden Part der Familie findet man in Jennifer Garner, welche die Schwiegertochter von Danny Collins verkörpert und sich durch dessen Auftauchen in einem ziemlichen Zwiespalt befindet. Denn sie liebt ihren Mann sehr und weiß, wie enorm Tom unter der Abwesenheit seines Vaters bis heute leidet. Wiederum möchte sie Danny neutral gegenübertreten und als Zuschauer merkt man schon, dass sie sich eigentlich wünscht, dass Vater und Sohn sich wieder näher kommen und versöhnen. Garner spielt ihre Rolle dabei, wie ich finde, echt sympathisch und passt sehr, sehr gut ins Ensemble. Ebenso wie die damals 6-jährige Giselle Eisenberg, die hier die Rolle der kleinen Tochter von Tom und Samantha übernommen hat und somit die Enkelin von Danny ist. Sie ist ein lieber kleiner Wirbelwind, leidet jedoch unter Hyperaktivität, womit ihre Eltern an sich zwar sehr gut klarkommen, sich allerdings seit geraumer Zeit um die Zukunft ihrer Tochter sorgen. Überhaupt muss ich sagen, dass auch alle weiteren Rollen richtig super besetzt worden sind. So sind beispielsweise unbedingt noch Christopher Plummer als Dannys Manager Frank und Annette Bening als Mary Sinclair zu erwähnen, wobei ich sagen muss, dass letztere mich in diesem Film krass an Diane Keaton erinnert. Keine Ahnung warum. Und auch Nick Offerman ist mit von der Partie, um nur einige zu nennen. Was mich betrifft, so muss ich sagen, so oft ich diesen Film auch schon gesehen habe, er berührt mich immer wieder aufs Neue zutiefst. Bis vor kurzem wurde Mr. Collins Zweiter Frühling auf Amazon für Prime-Mitglieder ja noch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das war tatsächlich sehr lange Zeit so. Und nachdem ich diesen Film gesehen hatte, war mir ganz klar, dass sollte er einmal aus dem Prime-Angebot herausgenommen werden, ich mir diesen Film auf jeden Fall digital kaufen werde. Nicht nur, da ich ein echt großer Fan von Al Pacino bin, sondern einfach, weil der Film wirklich richtig klasse ist und ich daher auf diesen einfach nicht mehr verzichten möchte. Denn wie gesagt, bei dieser Tragikomödie wurde einfach alles richtig gemacht, was richtig zu machen ist. Sie versprüht frischen Wind, die Schauspieler sind in ihren Rollen allesamt voll sympathisch, Al Pacino total charmant, es gibt dort richtig schöne Tiefe, ohne dass es zu irgendeinem Zeitpunkt kitschig wird. Und was auch ganz besonders wichtig ist, die Dialoge sind richtig super, flachen niemals ab und tragen diesen Film einfach perfekt über diese 1¾ Stunden hinweg. Mit einem Satz, genau so müssen Tragikomödien produziert sein. Und ich kann euch guten Gewissens diesen Film wärmstens ans Herz legen. Womit Collins Filmwelt am Mr. Collins Zweiter Frühling folgende Bewertung vergibt. Fünf Punkte von möglichen 5. Wer nun neugierig auf diesen FSK 12er Film geworden ist und Al Pacino für seine Rolle in diesem eine wohlverdiente Golden Globe Nominierung bekam, kann nun hier in die obere rechte Ecke meines Videos klicken, denn diese wird euch auf den Trailer weiterleiten. Doch natürlich findet ihr auch alle Links, wie gewohnt, in der unteren Videobeschreibung. So zum Beispiel auch eine Übersicht der Synchronsprecher, wobei ich anmerken möchte, dass ich richtig glücklich darüber bin, dass auch hier Al Pacino abermals von Frank Laubrecht gesprochen wurde. So viel schon einmal vorneweg. Ebenfalls in der unteren Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr eine Seite finden, welche diverse Streamingdienste aufgelistet hat, damit ihr, wenn ihr wollt, Mr. Collins Zweiter Frühling, der übrigens merkwürdigerweise nie in die deutschen Kinos kam, bei einem Anbieter eurer Wahl anschauen könnt. Natürlich habe ich, wie gewohnt, auch wieder eine kleine Auswahl dessen in meinem Video-Outro aufgelistet. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse und ich sage jetzt Salut, Abenteuer, mes amis.